und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute haben wir endlich Donnerstag Mittag und ich habe es jetzt geschafft, dass es Leo soweit gut geht und ja, gut, ich freue mich. Aber mir ist heute noch was... Ich sitze irgendwie blöd. mir ist heute etwas sehr Interessantes aufgefallen, weil ich habe heute Mittag ein sehr tolles Gespräch geführt. Also wir haben jetzt Nachmittag, wir hatten Vormittag. Und ich bin, weiß gar nicht, warum ich früher aufgewacht bin. Also ich müsste auch gerne wissen, aber ist jetzt halt so. Aber ja, auf jeden Fall habe ich dann ein Gespräch geführt und war mit jemandem, der bei uns im Haus jetzt neuerdings wohnt. Und die hat mich auf eine interessante Sache mal wieder aufmerksam gemacht. Nämlich, sie ist sehr nett und ich finde sie toll und ich hoffe, dass sie länger bei uns wohnt. Drückt mir mal die Daumen. Ja, und es ist auf jeden Fall so, dass wir uns unterhalten haben und irgendwann haben wir es eben auch davon gehabt, dass ich ein Asperger bin. Und dann habe ich gesagt, also eine der schwersten Dinge, die ich so für mich befinde, ist dieses Thema mit den Schubladen. Also, und darüber wollte ich heute mit euch reden. Schubladen. Also sie ist nett und sie hat kein Schubladendenken, aber das Thema ist immer irgendwie drauf gekommen. Entschuldigt, das ist jetzt ein bisschen Pillepalle. Ja. Auf jeden Fall war es so, dass ich vor ein paar Tagen schon mal überlegt habe, mal zu erzählen, das ist folgendermaßen, ist mir was aufgefallen. Also, als ich ein Kind war, hieß es immer Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Und das ist ja dann eher was Negatives. Also dieses Prinzip, Schubladendenken ist was Schlechtes. Und es wurde ja dann immer beigebracht von Mutter, Großmutter, auch Urgroßmutter, Vater und so weiter. Eben alle möglichen Leute erzählen dir, Schubladendenken ist was Negatives. Und dennoch ist mir aufgefallen, dass eigentlich fast jeder, den ich kenne, selbst die, die sagen, das ist sowas Furchtbares, selbst auch gewisse Schubladen haben, in denen sie denken. Und diese Schubladen, wenn man in keine von diesen Schubladen reinfällt, und das ist das, was mich so daran fasziniert hat, ist, sobald man nicht in eine da reinpasst, ist man für den anderen total komisch, schräg, nicht erklärbar und zum Teil auch gruselig. Und man macht wirklich dem anderen auch zum Teil Sorgen, weil er einen nicht einschätzen kann. Und das finde ich so lustig, dass jeder, also das ist für mich so was Witziges, dass dir jeder erzählt, du sollst nicht in Schubladen denken, aber wenn du aus den Schubladen rausfällst, also wenn du nicht in Schubladen denkst, dann ist es ja auch nicht gut. Und das Zweite ist, was ich für mich bemerkt habe, ist, manche eine Schublade muss ja gar nichts Negatives sein. Also ich habe zum Beispiel eine, wo ich mir die netten Menschen drin merke und die andere sind halt die ich nicht nett finde oder mit denen ich nicht so viel zu tun haben muss. Und ja, es ist ja nicht so, dass es dann was Negatives ist, wenn ich jemanden in die Nettschublade reinstecke und in der anderen Schublade landet eh jeder andere. Und das ist ja einfach für mich sowas, wo ich mir sage, eine Schublade zu haben, ist im Zweifel erstmal noch nichts Schlechtes, weil Schubladen helfen, Dinge einzuordnen. Aber was ich schlecht finde und wo ich persönlich auch an einem Punkt bin, wo ich sagen muss, es ist nicht so toll, ist, wenn du die Schubladen aufmachst und in den Schubladen denken anfängst und jemand, der nicht reinpasst in deine Schubladen, für dich deswegen nicht erträglich ist, nicht nett ist, komisch ist oder ist, was du ablehnst. Ich finde, man sollte den Leuten erstmal die Chance geben, sich zu beweisen, zu zeigen, wer sie sind und vielleicht erschaffen sie eine ganz neue Schublade in deinem Kopf und du hast deinen Horizont ganz weit erweitert. Und ich habe jetzt gerade meinen Horizont um ein Staubkorn im Auge erweitert. Das ist auch nicht so super. Okay, das ist ouch. Ja, und es ist wirklich so, dass ich sagen muss, ich hatte als Kind die ein oder andere Schublade und habe mir immer gedacht, wer da nicht reinpasst, das sind ja gruselige Onkels oder Tanten. Und als ich dann älter geworden bin und dann mal einfach gedacht habe, okay, der passt jetzt nicht in meine Schublade, aber ich rede mit der Person dennoch mal, waren das manchmal die viel interessanteren Menschen als die, die man schon davor gekannt hat und viel lustiger und auch viel lehrreicher für mich. Ich habe so viele neue Dinge gelernt, indem ich einfach mal nicht nur in meinen Schubladen gedacht habe, nicht nur in meinen Tellerrand gewesen bin, sondern indem ich einfach mal auch an neue Punkte gegangen bin und Neues probiert habe. Und ja, es ist etwas, was natürlich schon
schwierig ist. Und natürlich das Schwierigste überhaupt ist es, Schubladen, die schon seit Generationen existieren, irgendwie umzukrempeln. Aber ich für meinen Teil, ich möchte zum Beispiel also nicht in die Schublade gesteckt werden mit den Aspergern, die es so in Filmen gibt. Also jedes Mal, wenn ich teilweise Filme sehe, wo Leute sind, die angeblich Asperger sind, muss ich sagen, ich finde die einfach nur furchtbar dargestellt. Und ich finde auch furchtbar, dass es so Schubladen gibt, wie zum Beispiel autistisch oder schizophren, Schublade auf, das sind doch alles gleich so Amokläufer, Mörder und alles mögliche Schublade zu. Weil ich kenne viele Leute, die sind psychisch betrachtet nicht gesund, nach der Meinung von Ärzten. Und auch, manche, die sind nach der Meinung der Ärzte psychisch gesund und die sind in meinen Augen viel ungesünder. Also, ich kenne da beide Varianten. Und ich muss sagen, teilweise sind es trotzdem alles viel nettere Menschen, als man als laut der Schublade der meisten Menschen angenommen, sie sein dürften. Und es sind auch wie Leute, die irgendwie nie irgendwas angestellt haben, die einfach nur ein Krankheitsbild haben, das von vielen Leuten verurteilt wird und das auch viel oft falsch dargestellt wird. Und oft, wenn man so Geschichten einfach dann, also wenn man da Leute kennt, die es selber hat und sich dann die Filme anguckt, dann denkt man sich nur, was für ein Blödfug die da erzählen oder wenn man selbst betroffen ist, weil es einfach nicht wirklich das ist, was die Lebensrealität ist. Und dann gibt es dann auch wieder Filme, die sind sehr gut gemacht und die sind meistens die Filme, die komischerweise bei den meisten Leuten nicht ankommen, weil sie eben nicht nach den ihren Schubladen, ihren Gedanken und ihren Ansichten nach passen. Und das finde ich ehrlich gesagt schade. Ich finde es schade, wenn man nur weil etwas nicht in deine Schublade passt oder nur weil es nicht da rein soll, es nicht angenommen wird. Weil eins möchte ich mal ganz von vornherein ganz deutlich sagen. Eine Schublade kann voll sein mit 1000 Menschen, aber es ist dann auch voll mit 1000 Geschichten und 1000 Leute, die 1000 Mal alles anders gemacht haben. Und ja, jeder dieser 1000 Menschen hat es doch verdient, dass er die Chance bekommt, sich zu beweisen, zu zeigen, wer er ist und nicht, dass es dann heißt, ja, die. Das klingt jetzt voll blöd, aber fängt ja meistens an. Die Schizophrenen, die Autisten, die Flüchtlinge. Die Alten, die Kranken, die Normalen, die sind komisch, die benehmen sich irgendwie anders. Und ja, vielleicht sollten wir einfach mal anfangen, den Satz umzuformulieren, nämlich, die sind vielleicht komisch, aber wie bist du? Das ist ja doch mal ein Anfang. Zu fragen, und wie ist es bei dir? Und ja, ich denke, ich werde, wenn ich höre, dass jemand eine Besonderheit hat, dann stelle ich erstmal die Frage, wie findest du eigentlich die Filme, die da zu dem Thema gemacht werden? Oder kannst du mir vielleicht einen Film empfehlen, bei dem du das Gefühl hast, das repräsentiert mich wirklich gut? Wo du so sagen kannst, ja, das würde ich schon sagen, das trifft meine Lebensrealität. Und ja, wenn es auch manchmal schwer ist, hilft es manchmal auch einfach mal nicht nur sich dann zurückzuziehen, sondern auch mal einen zweiten Versuch nochmal zu starten. Das war eigentlich alles, was ich euch zu dem Thema erzählen wollte, weil mehr kann ich jetzt nicht mehr erzählen. Ich habe mir schon den Mund fusselig gelabert. Es tut mir leid. Aber dieses Vorproduzieren ist immer ein bisschen schwieriger. Und ich bin jetzt müde und möchte mich einfach nur noch um kleinen Leo kümmern. Gut. Aber ich würde sagen, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr das kennt. Wart ihr schon mal in einer Schublade drin oder habt ihr schon mal jemanden in eine Schublade gesteckt? Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietum@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und dann bin ich auch wirklich wieder live on air voraussichtlich. Ja, bis bald. Ciao.